So, dein Freund schreibt dir, hey, was machst du am Wochenende? So. Und jetzt ist die Erwartung, boah, jetzt will er mit mir in die Therme fahren. Wir werden ein 5-Sterne-Hotel haben. Wir werden die geilste Therme in ganz Österreich, okay? So, und jetzt fahrt ihr wirklich in die Therme am Wochenende. Aber es ist kein 5-Sterne-Hotel, sondern es ist nur ein 4-Sterne-Hotel. Aber du hast das Bild schon von dem 5-Sterne-Hotel. Obwohl ich dich nur gefragt habe, was du am Wochenende machst. Bist du dann irgendwo enttäuscht, weil es kein 5-Sterne-Hotel ist, sondern weil es ein 4-Sterne-Hotel ist, obwohl du dich schon so in dem 5-Sterne-Hotel gesehen hast? Nein. Ja, aber jetzt hast du das Bild von, du weißt, du siehst ganz genau das Hotel vor dir, du siehst dich da schon drin. Du hast die Erwartung so krass, dass es das Hotel sein wird. Dann hast du die Enttäuschung, aber wieso ist es kein 5-Sterne-Hotel, wieso ist es 4-Sterne-Hotel? Oder zum Beispiel, wenn dir der Kellner einen Kuchen bringt und sagt, hey, möchten Sie einen kostenlosen Kuchen haben? Geht aufs Haus, du sagst, ja, sehr gerne, hätte ich gerne. So, dann bringt er dir den Kuchen und dann fehlt auf dem Kuchen oben die Kirsche. Dann regst du dich ja auch nicht auf.